Ziege, jetzt zurück aus der Länderspielpause, davor das bittere Aus im Toto-Pokal gegen Ingolstadt. Wie hast du es verkraftet? Hast du ja auf der Tribüne das Spiel verfolgt? Hängt es euch noch nach? Ich glaube nicht. Also wir haben ja auch ein paar Tage frei, damit wir die Köpfe frei bekommen. Ich glaube, das war auch ganz gut. Haben das Spiel nochmal analysiert, uns nochmal angeguckt, was wir besser machen müssen. Und jetzt geht es dann wieder voll in den Ligabetrieb, vollen Fokus dann auf Essen. Also ich habe es absolut vermisst, mit den Jungs auf dem Platz zu stehen. Habe es ja sonst immer nur Nebenplatz dann gesehen. Jetzt kann ich auch wieder mitmischen. Hat ein bisschen länger gedauert als gedacht, aber zum Glück bin ich wieder auf dem Platz. Jetzt geht es am Sonntag gegen Essen im Stadion an der Hafenstraße. Ja. Ein sehr traditionsreiches Stadion. Ein Stadion, das wahrscheinlich auch eine Wucht entwickeln kann, oder? Ja, auf jeden Fall. Also immer, wenn ich da gespielt habe, war eine Bombenstimmung. Macht auch dann als Auswärtsteam echt Spaß, dort zu spielen, vor allem, wenn man dann was mitnimmt. Ja, einen aggressiven Gegner, der jetzt mit zwei Siegen im Rücken natürlich auch eine breite Brust hat. Da müssen wir dann uns gegenstemmen und zeigen, was wir drauf haben.